schauen wir uns die Grafik aus einem Mastall an vom 15.04. um 4.51 Uhr 2020. Außentemperatur 0,8 Grad, hier erkennbar an der roten Linie. Rot Außentemperatur, wie gesagt, abgesunken auf 0,8 Grad. Die Zulufttemperatur lediglich abgesunken auf 10,9 Grad. Diese Linie hier erkennbar. Man sieht deutlich, dass die Zulufttemperatur höher war. Das Ganze setzt sich zusammen aus 100% Wärmetauscherleistung. Hier mit der blauen Linie erkennbar. Das heißt, der Wärmetauscher ist zu dem Zeitpunkt mit 100% gelaufen. Da sieht man die Linie nochmal. Gleichzeitig liefen die zentralen Dachraumklappen mit 52%. Das heißt, das Ergebnis dieser Zulufttemperatur setzt sich zusammen aus Dachraumklappen, diese grüne Markierung, und Wärmetauscherleistung zu 100%. Daraus, aus diesem Mischwert, ergeben sich die 10,9 Grad tatsächliche Temperatur in der Zuluft. Ein ebenfalls ganz entscheidender Punkt ist die Luftrate, die blaue Linie. Das heißt, wir sehen hier, die Luftrate ist in der kalten Nacht nicht unter 27,8% gesunken. Das sorgt natürlich dafür, dass eine ausreichende Luftwechselrate zur Verfügung steht und die Luftqualität in den Abteilen entsprechend gut bleibt. Hier sieht man bei ansteigender Außentemperatur, öffnen auch entsprechend die zentralen Außenklappen, hier unten in der hellgrünen Markierung zu erkennen. Die zentrale Dachraumklappe ist ebenfalls noch geöffnet bzw. fährt ganz auf. Das ist die grüne, die dunkelgrüne Markierung. Daraus, aus dieser gesamten Regelung, ergibt sich die geringe Differenz oder die hohe Differenz zwischen Außentemperatur und Zulufttemperatur, die ganz entscheidend ist fürs Tierwohl und auch für eine entsprechend hohe mögliche Luftwechselrate. 10,9 Grad zu 0,8 Grad, das sind 10,1 Grad mehr aus dem Mix Wärmetauscher und Dachraumklappe. Switchen wir um in einen Ferkelstall. Wir sind jetzt am selben Tag, allerdings um 5.03 Uhr, ebenfalls am 15.04.2020. Auch hier die Außentemperatur 0,9 Grad, also etwas wärmer. Zulufttemperatur hier entsprechend etwas höher. Das heißt, wir haben hier 11,2 Grad. Wärmetauscherleistung mit 100%. Da oben ist die Wärmetauscherleistung. Da haben wir die Außentemperatur. Und hier haben wir die Zulufttemperatur. Das ist diese Linie. Gleichzeitig ist die zentrale Dachraumklappe, die grüne Linie, 67,3% exakt um 5.03 Uhr geöffnet. Das heißt, auch hier sehen wir ganz deutlich ein großes Delta T zwischen der Zuluft und der Außentemperatur. Das heißt, auch hier wieder 67%, das heißt fast 70% offene Dachraumklappe. Wärmetauscher drückt Luft rein, aus dem Dachraum wird Luft gezogen. Die Mischtemperatur daraus ergibt sich dann als diese Temperatur, die hier dargestellt wird, in dem Moment 11,2 Grad. So, wir befinden uns hier jetzt nochmal wieder im selben Stallgebäude, gucken uns jetzt nicht die Zentrale an, sondern wir gucken uns das Abteil 1 an. Man kann hier also sehr deutlich erkennen, hier ist die Solltemperatur bzw. die Außentemperatur entsprechend in der Nacht zurückgegangen. Wiederum hier über diesem Cursor deutlich sichtbar, es war auch um 5.03 Uhr. Bei einer Außentemperatur von 0,9 Grad hatten wir eine Stalltemperatur von 23 Grad, das ist also diese leicht gestrichelte Linie, und eine Solltemperatur, das ist diese feste Linie, von 23 Grad. Aber dabei auch eine stabile Luftrate, ganz entscheidend, das ist dieser Bereich, der hier blau markiert ist, von immerhin über 21%. Dadurch wird natürlich auch sichergestellt, dass eine entsprechende Luftqualität im Stall erhalten bleibt. Wenn wir uns schon in diesem Abteil oder in diesem Stall befinden, dann schauen wir uns nochmal diese Meldung an. Diese Meldung ist für Abteil 12 gekommen. Der Wasserverbrauch war gestern außerhalb des vorgesehenen Bereiches. Das heißt, dieser Stall verfügt über Wasserzähler von uns und jedes Abteil wird überwacht. Und damit kann man sicherstellen, dass der Wasserverbrauch relativ konstant bzw. langsam ansteigt. Und man kann Max- und Min-Werte eingeben,
um eine Überwachung zu haben für eventuelle Erkrankungen der Tiere, aber auch, wenn der Verbrauch nach oben geht, defekte Nippel, defekte Tränken, das heißt, das wird automatisch überwacht, registriert und entsprechend einmal in dem großen Fenster und hier auch nochmal angezeigt. Dank TeamViewer haben wir fast eine Zeitmaschine, das heißt, über den TeamViewer sind wir jetzt in einen weiteren Ferkelstall, ebenfalls in der Nacht des 15.04.2020 gesprungen und haben hier 0,3 Grad Außentemperatur, das ist diese rote Linie nochmal, dann dabei eine Zulufttemperatur von 12,8 Grad, das ist diese Linie, bei 100% Wärmetauscherleistung, das heißt, wir befinden uns eben im Prinzip auf dieser Achse. Die Dachraumklappe läuft hier in einem gewissen Bereich parallel mit der Luftleistung, deswegen verschwinden hier diese beiden Linien hintereinander, das ist aber normal. So, und aus dieser Luftleistung der Dachraumklappe und der Wärmetauscherleistung ergibt sich wiederum diese 12,8 Grad Temperatur. Interessant ist aber auch tatsächlich, dass die Luftleistung hier gut bei 20% lag, das heißt auch entsprechende Luftleistung sorgt natürlich für eine entsprechend gute Luftqualität. Wir sind immer noch im Emsland, wir gucken uns jetzt im Abteil das Abteil 6 an und sehen jetzt hier die Solltemperatur, die entsprechende Ist-Temperatur, leicht ansteigende Linie, das heißt der Punkt, den wir hier jetzt sehen, es ist dieser Punkt, das heißt die hier entstehende Linie. Hier sehen wir auch, wie stark tatsächlich die Außentemperatur runtergegangen ist, entsprechend natürlich die Luftrate, aber hier fahren wir im Abteil immerhin noch eine Luftrate von etwa 20%. Deutlich erkennbar, das heißt, wir haben uns hier annähernd der Solltemperatur geregelt, in diesem Abteil läuft auch keine Heizung, aber wir sind noch oberhalb der Solltemperatur. Entsprechend am nächsten Tag, wenn die Temperatur steigt, das ist hier der entsprechende Außenwert, der hochgeht, wird natürlich auch der Sollwert überschritten. Aber wichtig und entscheidend ist, am tiefsten Punkt 18,8 Grad Luftwechselrate, damit natürlich gute Luftqualität. Hier kann man auch sehen, wann die Außenklappen immer aufgefahren sind. Wir sehen hier, die Außentemperaturen sind gestiegen. Das heißt, die Außenklappen öffnen sich dann irgendwann, wenn die Abteiltemperatur überschritten wird und die Außentemperatur innerhalb der Temperaturkurve einen gewissen Wert ebenfalls überschritten hat. Das heißt, es ist eine Und-Funktion. Beide Werte müssen überschritten sein, dann geht die Außenklappe auf, dann darf sie auch aufgehen, weil entsprechend hohe Außentemperaturen zur Verfügung stehen und den Tieren nichts mehr ausmachen.